heiße ich euch mal willkommen hier wieder bei Grinning Black. Ihr seht mit meinem neuen Motorrad. Und ja, fahr jetzt einfach nur so ein bisschen rum vor der Spätschicht noch ein bisschen. Und ja, also nichts Berauschendes. Ja, was gibt es Neues bei mir? Ist mein Bike, ne? Aber das habt ihr ja in dem wunderbaren Review schon gesehen, wo ich mich natürlich eigentlich für entschuldigen wollte, aber ich habe es ja mit Absicht hochgeladen, weil ich zu faul war, das neu zu machen. Muss man ja mal sagen. Und ja, das wird ein reines Infovideo, sag ich mal, was sich jetzt bei mir ändert, was jetzt neu kommt und Entschuldigung. Und ja, das war's eigentlich schon. Mehr wird jetzt hier nicht in dem Video kommen. Also Thema werde ich erst nächstes Mal irgendwie besprechen und mir ins Schönes aussuchen. Und jetzt ist wirklich ein reines Infovideo, dass ihr wisst mal, ey, hier, die Kasper Birne hat nicht nur ein neues Bike, der hat auch noch neue Handschuhe. Ne? Icon Hypersport habe ich, die Short-Dinger von motogear24.de, mal ein bisschen Werbung an dieser Seite, oder beziehungsweise von dieser Seite. Super Beratung, kann ich nur empfehlen. Ja, ich habe leider die andere Cam nicht, sonst könnte ich euch die zweite wunderbare Teil, was ich mir zugelegt habe, noch zeigen. Und zwar den Airframe Rubertone, also den schwarz-matten, weil ich gerne komplett schwarz-matte Kluft habe. Und ja. Und den Senna habe ich auch mir geholt, alles bei motogear24.de. Also von daher nur zu empfehlen der Laden. Schöne Beratung, nette Atmosphäre. Ihr kriegt nicht so viel Schwatz. Von daher geht da hin. Ja, wie gesagt, Audio ist jetzt hoffentlich besser als bei dem anderen Video. Weil ich muss sagen, bei dem anderen Video habe ich voll Idiot dieses, du hast zwischen der GoPro und dem Senna Backpack, hast du so einen kleinen schwarzen, ja, was ist das, so ein Stecker eben, ne? Und den habe ich vergessen gehabt. Ja, war natürlich ungünstig, aber kann passieren. Und deshalb war der Ton auch so dezent bescheiden. Wo ich ja hoffe, dass der jetzt natürlich nicht bescheiden ist, weil sonst bin ich natürlich nicht umsonst gefahren, aber dann habe ich umsonst aufgenommen, ne? Ja, ich habe noch leichte Restwehen der Erkältung, weil ich ja krank war vor ein paar Tagen noch. Oder vor einer Woche ist es inzwischen so her schon. Ja, dann kann ich noch ein bisschen sowas erzählen jetzt. Das Neueste ist eigentlich alles erzählt worden. Naja, neues Intro, alles neu gemacht und ach so, also ein Schnickschnack so ein bisschen über die Winterzeit, ne? Hat ja auch lange gedauert, bis ich hier mein Baby gekriegt habe. Leider. Aber ich bin ja noch da in der Saison. Ich habe schon gedacht, das wird erst Mitte Saison was, aber ja. Wer wissen will, wo ich mir das Bike bauen lassen habe, das steht auch unten in meinen Kommentaren hier, ne? Da seht ihr das dann auch. Also shopwerk.de. Kann ich nur empfehlen. Ja, Preis habe ich ja in dem anderen Video schon gesagt, da sage ich nicht zu. Und ja, dann war es das ja fast schon, was ich noch erzählen wollte. Mir noch so eingefallen ist spontan gerade. Viele fragen sich ja, ey, du hast doch vorher ein Naked Bike gehabt. Oder denk mal, viele fragen sich das, warum fährt der denn von Naked Bike auf eine Bobber? Das ist einfach das Gefühl, Leute. Ist einfach ein hammergeiles Fahrgefühl. Also für Leute, die, sag ich mal, lieber diese sportliche Sitzposition mögen, ist klar, für die ist es nichts. Ne? Aber so Leute wie mich, ich finde es hammergeil. Also ich bin die Probe gefahren und habe gleich gestrahlt wie so ein kleiner, wie so ein Strahlemann. Ja, was ist noch hier? Ja, du sitzt eben. Durch die vorverlegten Fußrasten schaltest du natürlich anders, weil du schaltest ja zu dir hin und von dir weg.
Und ja, es ist eben einfach komplett andere Gefühl, ne? Ich baller auch hier nicht lang, also ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr den Tank seht, also hier meinen Tacho. Ich fahre jetzt hier 88, 90 fahre ich hier, ganz entspannt. Ich kann hier auch mit 140 langballern, so viel schafft die auch, ne? Das ist nicht ein Problem. Aber das ist ja einfach diese Zutsche fahren, ganz entspannt hier und das geht ab. Und das ist einfach geil, wisst ihr, Leute gucken auch blöd immer. Weil hier, sag mal, hast du nicht so oft diese Custom-Bikes, die hier rumfahren, so ein paar, aber nicht viele. Kannst du auch Autos überholen, ne? Gucke hier, Blinker gesetzt, dann geht auch hier ohne Probleme vorbei. Ne? Also ich habe da auch keine Probleme mit hier vorbeizufahren. So ist es ja nicht. Und viele denken ja, oh, die hat ja nur 31 PS, wenn sie denn wissen. Da kommt ja nichts. Ach, Gigifax, die zieht. Ja, Tank habe ich jetzt auch mal ausgetestet, wie weit er komme. Und da war ich bis auf 185 ungefähr, da musste ich Reserve einschalten. Hat so ein bisschen geblubbert. Und ja, dann auf Dingens. Und dann bei 195 habe ich dann getankt. Na, bleib stehen. Ja, mal schön hochballern die Karre, Junge, dann hört er dich auch. Ja, was gibt's sonst noch? Ja, war ja jetzt hier, ist ja im Gespräch, Cori und so hat das auch schon genannt. Gibt ja das Motovlog-Treffen, ist ja jetzt im Juli. Da werde ich wohl nicht mit hinfahren. Also ihr werdet mich wahrscheinlich dann nicht auf andere Videos erkennen oder so, was weiß ich. Sondern ich bleibe zu Hause oder fahre wahrscheinlich zu Kevman und Pega, falls Pega nicht dahin fährt. Oder ich ziehe um in der Zeit, ich weiß es nicht. Also es ist noch viel geplant dieses Jahr. Ja, was gibt es noch tolle als Infos? Genau, wir haben ja, nicht wir, sage ich schon. Pega ist ja auch recht aktiv noch, ne? Oder wird es wieder. Der hat ja keine Winterpause, der Junge. Kevman kommt jetzt auch wieder. Oder kommt jetzt, der hat jetzt sein Bike. Und hat jetzt auch schon seinen ersten Vlog gemacht, jetzt noch ein bisschen am Zensieren und so, also die ganze rechtliche, sag ich mal. Ja, die anderen, die haben ja eigentlich alle so gemacht, die man so kennt, ne? Schade ist ja, was mich ja stört, dass ihr den Sound, glaube ich, nicht hört. Dafür ist das Senna einfach zu geil. Wenn ich wüsste, ob wenn ich die Außenaktivierung aktiviere, also dass ihr Außenstimmen hören würdet, wenn ich wüsste, ob das was bringt, dann würde ich das ja anmachen. Aber ich habe keinen Bock, dass ihr nachher hier denkt, ich sitze im Windkanal und der Sound ist genauso scheiße wie bei dem Walkaround. Ja? Aber hauptsächlich ist ja das hier auch noch ein Testvideo, um zu sehen, ob die Kamerapose so stimmt. Mann, was ist hier los, alter Schwede, Junge. Ob die Kamerapose so stimmt? Ja. Eins hört noch bei der... Weil der Bobber jetzt ein bisschen ungewohnt ist, ist der Sitz. Aber das wird auch langsam. Ne? Weil der ist dann doch sehr hart, wenn man sich gewohnt ist. Aber ich sag ja, das geht alles. So, seht ihr jetzt, fahre ich 103 und das reicht mir auch schon. Leider ist das Naked-Fahren noch ein bisschen drin. Dass man ab und zu denn doch gerne mal ein bisschen schneller fahren will. Aber dann denkt man sich, ey, du hast hier einen geilen Scheinhobel, musst du hier nicht langballern. So, was ist hier los? Oh, seht ihr hier, gucke, Leute. Dann mache ich jetzt hier kurz mal den Blinker. Zack. Und dann wird hier überholt. Ganz easy, ne? Also da hast du ja keine Probleme hier zu überholen oder so. Und schönen Sound hat sie ja wirklich. Den, ah, das müsste man aber eigentlich wirklich in meinem Walkaround sehen. Ja, Kamerapose wollte ich erst, hatte ich mir hier vorne. Ich weiß nicht, ob ihr das seht jetzt hier. Für die Gabel hatte ich mir so ein RAM-Mount-System bestellt. Und ja, das war scheiße irgendwie. Das sah nicht so aus. Und jetzt habe ich einfach den Brustgurt wieder. Jetzt habe ich den Brustgurt wieder genommen und ja, ich denke mal, der wird da bleiben. Die Kamera ist noch dran. Eins wird eben bei dem Brustgurt immer scheiße, dass es anziehen. Aber ein bisschen Schwund ist immer, ne?
Ja. Ja, Strecke ist noch die alte. Ich muss noch gucken, wo ich hinfahre. Steht wahrscheinlich jetzt nächste Woche Mittwoch. Eventuell, wenn nichts dazwischen kommt, fahre ich wahrscheinlich mit Mr. Yellowbiker, Fidschi on Tour und ja, Lino, aber Lino hat noch keinen Kanal, der weiß noch nicht, was er nimmt als Namen. Aber dann wisst ihr doch schon mal so grob Bescheid, dass vielleicht nächste Woche Mittwoch irgendwas Besonderes kommt. Dass ich vielleicht dann bei Mr. Yellow, wenn der ein Video macht, zu sehen bin. Und wenn der kommt, heißt es, weil wir uns in Haltern am See treffen. Ja, alte Welle, Junge. Das ist ja nicht so schlimm. Mit deinem kleinen Ford Fiesta. Ja, mal sehen. Und ja, das war dann eigentlich von mir. Dann sage ich tschüss. Nee, Quatsch, ich sag dann nicht tschüss. Ich muss auch hier sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch den dicken blauen Daumen da. Am Arsch, Leute. Könnt mir auch ein Dislike da lassen. Ihr habt es gesehen, das reicht. Also, Rinja hauen.